Willkommen zu Kita Today, unserem fast wöchentlichen Kita-Format. Mit mir ist meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Hallo, ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und weil wir gerade in den anderen Räumlichkeiten eine riesengroße Klage vorbereiten, müssen wir es mal aus dem Bereich hier machen. Man möge das andere Licht kurz entschuldigen. Und gleich zur Sache. Gestern haben wir ein Video gemacht, wo wir uns ein bisschen despektierlich, ja, das haben wir tatsächlich, darüber geäußert haben, was so im Kita-Bereich hinsichtlich der Finanzierung so nicht ganz so prickelnd funktioniert. Und da dachten wir, machen wir doch heute mal ein etwas positiveres Video und berichten über etwas, was im Rahmen des Kinderschutzes und ja, zugunsten der hiesigen Kita-Landschaft anscheinend doch funktioniert, wenn man denn nur richtig will. Frau Kollegin, worum soll es denn gehen? Ich überlege gerade, wie jetzt der Schwenk tatsächlich genau ist, aber es geht um eine Entscheidung aus Hessen, eines Verwaltungsgerichtes, und es geht um Spielhallen. Als ich den Namen gehört habe, dachte ich erstmal an einen Indoor-Spielplatz, aber natürlich nicht. Nein, es gibt auch diese fiesen Spielhallen, wo man Geld setzen kann und dann spielsüchtig wird und Geld verliert und so weiter und so fort. Und es geht darum, dass es entsprechende Gesetze gibt, die unter anderem regeln, wo solche Spielhallen eröffnet werden dürfen und was für Abstände zum Beispiel zu Einrichtungen, die Kinder besuchen, eingehalten werden müssen. Und da gab es nach der Gesetzesänderung eine Spielhalle, in der man, die Kollegin hat jetzt gerade so etwas jetzt schon so vorweggenommen, nicht unbedingt süchtig wird, sondern süchtig werden kann. Nicht, dass irgendein Verband der Spielhallenbetreiber uns gleich wieder anschreibt. Als unangenehme Begleiterscheinung. Drücken wir es mal ganz vornehm aus. Eine mögliche. Nicht, dass dann gleich jemand uns wieder ganz heftig was schreibt und uns beschimpft. Egal. Jedenfalls diese Spielhallen, eine Spielhallenbetreiberin guckte wahrscheinlich eines Tages ganz dumm aus der Wäsche, denn sie bekam eine Schließungsverfügung zugestellt von der betreffenden Stadt oder Gemeinde, denn die Spielhalle war, oh Überraschung, Frau Kollegin? Die war in der Nähe von mehreren Spielplätzen, von einem Lerntreff, von einer Kita. Der Schulweg zu einigen Schulen führte auch noch dran vorbei. Also es war viel Verkehr drumherum. Genau. Und dann hat sie sich dagegen gewehrt und dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich will hier meine Spielhalle betreiben. Das ist alles super und das kann doch nicht angehen. Und ist in einem Eilverfahren dann vor das Verwaltungsgericht in Kassel gezogen. Und das Verwaltungsgericht hatte in einer wohl, wir wissen es nicht ganz genau, wir haben es noch nicht rausbekommen, noch nicht rechtskräftigen Entscheidung. Vielleicht ist die auch rechtskräftig geworden. Dann ist ja auch egal, jedenfalls hat ein Gericht schon mal etwas dazu jetzt geäußert. Die haben nämlich gesagt, was, Frau Kollegin? Die haben gesagt, das ist völlig richtig. Wie gesagt, es gibt ein Spielhallengesetz, offensichtlich in fast jedem Bundesland. Und in Hessen sagt dieses Spielhallengesetz eben als Voraussetzung, dass zu einer bestehenden Einrichtung oder Örtlichkeit, die ihrer Art nach von Kindern und Jugendlichen regelmäßig aufgesucht wird, ein Mindestabstand von 300 Metern Luftlinie einzuhalten ist. Und die haben geguckt auf einer Karte und haben gesagt, nee, wird nicht eingehalten. Und es ist schön, dass der Lerntreff vielleicht von unterschiedlichen Jugendlichen benutzt wird. Ist auch schön, dass die Förderschule vielleicht, dass die Kinder auch andersrum gehen könnten. Aber nichtsdestotrotz, im Umkreis von 300 Metern gibt es genügend solche Einrichtungen. Und deswegen war die Schließung nach erster summarischer Prüfung rechtmäßig. So, dann hat die gesagt, aber ich bin doch jetzt, also meine Zielgruppe sind doch keine Kita-Kinder, keine 3- bis 6-jährigen Kinder. Das kann doch alles nicht wahr sein, die würde ich doch nie reinlassen. Und überhaupt, meine Scheiben sind vielleicht auch ganz abgeklebt. Tja, was hat das Gericht dazu gesagt? Ja, darum geht es natürlich gar nicht. Es geht nicht darum, dass Kinder da reingehen können, sondern dass Kinder einfach durch Wahrnehmen ihrer Umwelt feststellen, na Moment mal, das ist offensichtlich ganz normal, dass es hier Spielhallen gibt und die sehen natürlich auch, dass da Leute reingehen, Leute rauskommen, vielleicht hinterher irgendwie geknickt aussehen, ich weiß es nicht. Also die nehmen wahr, dass es solche Etablissements gibt und nehmen damit sozusagen dieses Glücksspiel wahr als normal und das soll nicht sein. Das ist natürlich dann durchaus nachvollziehbar und jetzt wird es ganz interessant. Wir haben uns ja jetzt hier gerade so positiv darauf berufen, wenn man nur will, dann kann man das auch hinbekommen. Hessen hat da ja eine sehr strikte Ist-Regelung geschaffen, aber im Vergleich zu, oh Überraschung, welchem Bundesland ist das wieder so
eher, also ich meine, bei hier woanders eher nicht so ganz so, wenn man will. Frau Kollegin? Ich habe einfach mal mir das Berliner Gesetz angeguckt dazu und da steht eben drin, das Gewerbe soll auch nicht in der Nähe von Einrichtungen betrieben werden, die ihrer Art und so weiter und so fort für Kinder. Also soll ist immer extrem schwammig. Wenn es denn nicht anders geht und wir ja gerne die Gewerbeeinnahmen haben wollen, die Gewerbesteuereinnahmen oder was weiß ich, dann finden wir schon irgendwie einen Weg. So klingt's. Also, das eine Gesetz in Berlin ist eher so eine Wurstelei, drücken wir es mal ganz direkt so aus. Und das in Hessen ist ziemlich eindeutig, da steht ist drin. Ist innerhalb eines Radius, Luftlinie von nicht zulässig, punktum, aus, basta, dann ist das halt so. Tja, so viel dazu an dieser Stelle. Wir hätten auch nie gedacht, dass wir mal über Spielhallen ein Video machen, aber in Bezug auf Kitas oder Krippen, Schulen und Horte ist es vielleicht mal ganz interessant, dass man sowas auch gehört hat. Wenn euch das mehr interessiert, schaut in euren jeweiligen Bundesländern in die sogenannten Spielhallengesetze. Wie gesagt, das ist eher auch für uns Dunkelmaterie. Da findet ihr vielleicht auch was Schlaues und dann kann man vielleicht auch mal örtlich irgendjemanden fragen, ob man da nicht Handlungsbedarf sieht. In dem Sinne, bleibt gesund. Bis dahin. Ciao. Tschüss.